Handwerkern genauso wie den Landwirten. Vor lauter Bürokratie kommt man eigentlich nicht mehr zu dem, was man eigentlich möchte, in Ruhe seiner Arbeit nachgehen und die gut machen. Ich freue mich, dass ich als nächsten Redner den Frank Dennerlein von den, als Forstunternehmer oder Lohnunternehmer im Forst begrüßen kann. Also erstmal herzliches Grüß Gott an all die Unterstützer der Bauern die letzten Wochen seit dem 8.1. Kurz zu meiner Person, wie gesagt, Forstunternehmer bin ich, aber auch Admin in der durch die Demos entstandenen WhatsApp-Community, die sogenannte Bayern-Community, und vielen herzlichen Dank an die ganzen Unterstützer, die vielen Bürger, die heute hier stehen, die jetzt so ein bisschen gelangweilt durch die ganzen Verbandsgespräche hier sind, weil das wissen sie zu Genüge. Ich denke, wir haben in unserem Land genug Punkte, wo wir sauer sein können, warum wir heute auch alle hier stehen. Und deswegen begrüße ich auch die ganzen Mitstreiter, die freien Bauern und natürlich die Verbandsbauern, die hier sind. Weil ich denke, kurzum gesagt, zu dem ganzen Problem, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Genau. Und darüber sollte unsere Regierung, denke ich mal, nachdenken, die einzelnen Parteien und ganz speziell die Ampel. Es werden Beschlüsse gefasst, die so nicht umsetzbar sind, und der kleine Bürger soll die Kosten tragen. Ganz herzlicher Gruß auch noch die Veranstalterin des Höchstädter Mahnfeuers, ist heute auch hier. Das ist ja leider Gottes mit dem Hubert Aiwanger in Schief gelaufen. Es waren viele enttäuscht, dass er dann doch nicht da war. Aber ich denke, das gibt es zu wiederholen. Und ich denke auch, der Hubert Aiwanger wird da dann schon wissen, dass er zu den normalen Bürgern kommt. Ich habe es über die letzten Wochen auf verschiedensten Demonstrationen beobachtet, dass viele Unterstützer da sind. Am stärksten sind die meisten hinter ihren Bildschirmen in den Social Networks, da wird gesprochen. Doch wenn ich mir dann den Platz heute hier anschaue, ist es eigentlich relativ leer. Ich denke, wir sollten alle mal ein bisschen den Mund aufmachen, weil so fährt unser Land an die Wand. Und ich denke, unsere Kinder, die brauchen eine Zukunft. Und da muss auch mal was passieren. Und da muss auch mal ein bisschen drüber nachgedacht werden, was hier so alles abgeht, was hier so alles beschlossen wird und was der kleine Bürger bezahlen soll, egal ob Unternehmer, Arbeitnehmer, Rentner ganz speziell, die unser Land eigentlich so hingestellt haben, wie es da steht, die werden nicht berücksichtigt. Die müssen Flaschen sammeln, die müssen am Existenzminimum krepieren, obwohl sie ihr Leben lang dafür einbezahlt haben. Und da sage ich wiederum, wir haben kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Dann, wenn ich mir die Runde hier anschaue, es sind die letzten Wochen, ist das Gerede aufkommen, das sind alles Rechte, das sind alles Rechte. Nein, ich sehe hier keinen einzigen Rechten. Ich sehe hier keinen, der einen Aufstand macht. Das sind alles friedliche Proteste. Und man sollte mal ein bisschen drüber nachdenken, was los ist. Weil jeder, der einen Mund aufmacht, sei es ein Anthony Lee, wird in die rechtsextreme Ecke gestellt. Und ich denke, jeder Einzelne, der heute hier steht, weiß, warum er hier steht. Und das brauchen wir auch die ganzen Punkte nicht aufzählen. Ich kann euch bloß allen sagen, bleibt dran. Denn nur gemeinsam verändern wir was in diesem Land. Und zwar mit Hirn und Verstand. Und da gebe ich der Aussage der ganzen Demos gegen rechts, gebe ich recht. Nie wieder ist jetzt. Aber nicht wegen Rechtsextremismus, sondern wegen der Situation in unserem Land. Nie wieder ist jetzt. Das ist fachlich komplett richtig.